Sicherheit noch einen Applaus für Nektarios Flaropoulos. Vielen Dank für dieses herzliche Willkommen heißen, Frank. Und ich bin auch ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Ich habe zwei Texte gerade da. Das ist entweder was Psychologisches oder was Versautes. Bisschen Feedback? Psychologisch? Versaut? Psychologisch? Also das andere wäre ein Text über Masturbation gewesen. Aber dann Ängste. Hängt für den einen oder anderen vielleicht irgendwie zusammen. In diesem Fall haben wir es mit einer ganz besonderen Angst zu tun, und zwar mit der Kosmophobie. Manchmal frage ich mich nach dem Grund für meine Kosmophobie. Kosmophobie, na nun, schönes Wort, wo hat er das denn jetzt wieder her, wird sich der ein oder andere Hobbylexikograf jetzt vielleicht fragen. Ganz einfach werde ich ihm dann sagen, Kosmophobie ist ein pathologischer Fachterminus, der die panische Angst vor alles und jedem bezeichnet, also einen neurotischen Zustand ständiger Verunsicherung bei rasendem Puls und kalten Schweißausbrüchen, bei dem man jeden Mitmenschen um sich herum als kategorischen Feind und unkalkulierbares Risiko klassifiziert, während ein Ostersamstag bei Ikea-Einkaufen, wer weiß, wovon ich rede. Ein vielsilbiges Wort, ein medizinisches Wort ist das, und ich muss das wissen, schließlich habe ich es selbst erfunden. Ich habe das jetzt schon eine ganze Weile studiert und nach intensiven Recherchen und jahrzehntelanger Beobachtung bin ich nun der erste Fall, bei dem ich Kosmophobie diagnostizieren konnte. Keine Angst, versuche ich mir dann seither einzureden. Ich bin in den Händen eines Profis. Mein ganzes Leben lang habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich kenne mich da aus. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe trotzdem Angst, aber irgendwie auch kein Wunder. Schließlich bin ich ja auch kosmophob. Jedenfalls habe ich vor einiger Zeit beschlossen, mich wegen der Kosmophobie in Therapie zu begeben. Da ich aber vor allen Menschen außer mir selbst Angst habe, bin ich der Einzige, bei dem ich mich therapieren lassen kann. Aber so langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich ein Quacksalber bin. Trotzdem ziehe ich mich einmal pro Woche in mein Refugium zurück, wo ich eigentlich auch den gesamten Rest meiner Zeit verbringe, um intensive Beratungsmonologe zu führen. Und was ist uns denn heute so wieder Schlimmes passiert, frage ich mich dann und sage mir, dass ich mir mit dem Knie gegen meinen Schreibtisch gestoßen bin, was furchtbar wehgetan hat, und wenn da ein rostiger Nagel aus dem Holz geguckt hätte, dann hätte ich mir wohl möglich Tetanus eingefangen, dann wäre ich jämmerlich verreckt. Interessant, denke ich mir, aber der Ursache für meine Kosmophobie bringt uns das jetzt auch nicht näher, aber ich glaube nämlich, der eigentliche Grund für meine Kosmophobie liegt noch weiter zurück. Als ich noch gearbeitet habe, zum Beispiel da in der Tupperfabrik, weil ich gedacht habe, Tupper ist sicher, was kann der Tupper schon Böses tun, ein Tupper kann man sich nicht schneiden. Von wegen, eine Todesfalle war das, da habe ich gelesen, wie die Weichmacher in den Plastiktupperschüsseln über die Mundschleimhäute und die Poren aufgenommen werden und man langsam und qualvoll an Krebs stirbt. Aber der Grund für meine Kosmophobie muss noch weiter zurückliegen. Und dann erzähle ich mir was von meiner Jugend beim Disco-Tanzen. Also Disco-Tänzer war ich jetzt gar nicht so mit Leib und Seele, aber meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich das mit dem Alkohol doch wenigstens mal versuchen soll. Ich erzähle da jedenfalls so, wie jemand neben mir ein Glas hat fallen lassen und wie ich mir um Haaresbreite die Halsschlagader aufgeschnitten hätte an den Scherben da auf dem Boden. So knapp war das, jämmerlich verblutet wäre ich da fast. Ich hätte nur ausrutschen und hinfallen müssen. Aber ich glaube, der eigentliche Grund für meine Kosmophobie liegt noch weiter zurück. Und dann erzähle ich mir von meiner Zeit beim Fußball, also nicht, dass ich jetzt jemals Fußball gespielt hätte, im Gegenteil, ich liebe das Leben, aber ein guter Freund von mir hat damals quasi semi-professionell gespielt und wie ich ihn zum Tuppern abholen wollte, Tupper war nämlich meine große Leidenschaft als Kind, an Tupper kann man sich nicht schneiden, habe ich gedacht, wie naiv ich doch war, da bolzte jemand die Kugel daher, dass es nur so donnert und das zischende Lederprojektil voll auf mich zu, knallt mir aufs Kinn und meine Zunge so schon unterwegs Richtung Luft höre und ich schon voll am Hyperventilieren, vor lauter Angst vorm Ersticken, bin dann letztendlich doch mit dem Schrecken davon gekommen, aber dann war Schluss mit der Freundschaft und zu den Bambinis bin ich auch nie wieder gegangen. Aber ich glaube, das war auch nicht der wahre Grund für meine Kosmophobie. Der wahre Grund liegt nämlich, glaube ich, noch viel, viel weiter zurück. Ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, es war ein ruhiger, wolliger, warmer Nachmittag, ein Sonntag muss das gewesen sein, aber damals war ja praktisch jeder Tag Sonntag. Jedenfalls erschien plötzlich ein grelles Licht aus der Ferne und eine gigantische Hand griff nach mir, zerrte mich raus in die Kälte. Es ist ein Junge, hieß es, und ich glaube, das war der Anfang und die eigentliche Ursache für meine Kosmophobie. Vielen Dank. Nektarios Flaropoulos.